Möchtest du gerne ein tiefes Vertrauensverhältnis zu deinem Pferd? Möchtest du es besser kennenlernen, seine Sprache gut verstehen und auch darauf antworten können? Dann mach meinen Kurs, wir machen uns miteinander vertraut. Hallo, ich bin Marita. Auf meinem YouTube-Kanal Pferde verstehen gibt es jetzt einen Kurs, wir machen uns miteinander vertraut. Er besteht aus Videos, die aufeinander aufbauen. Es gibt Videos über Übungen und Erklärvideos. Du findest diesen Kurs, wie gesagt, auf meinem Videokanal unter der Playlist Wir machen uns miteinander vertraut. Die Übungen würde ich dir empfehlen, dass du die über einen längeren Zeitraum machst. Und zwar genauso lange, bis dein Pferd das wirklich gut verstanden hat. Ich würde sie auch jetzt nicht unbedingt täglich machen, damit es für dein Pferd nicht langweilig wird. Ich würde sie einbauen, so oft wie möglich. Die Übungen sollen auch nicht wahnsinnig lange dauern, also 5 oder 10 Minuten sind schon genug. Und wenn das wirklich gut geklappt hat, würde ich direkt an dem Tag aufhören, weil dieses Aufhören ist das beste Lob, was du deinem Pferd geben kannst. Wenn du Fragen hast, kannst du die in den Kommentaren stellen, dann werde ich in weiteren Videos darauf eingehen. Ich habe seit 50 Jahren Pferdeerfahrung und besitze seit 8 Jahren meine Islandstute Gaifa hier im Hintergrund. Sie war 20 Jahre alt, wie ich sie bekommen habe, und sie ist und war sehr eigenwillig, und viele Dinge des normalen Umgangs mit Pferden, so wie ich es gelernt hatte, haben nicht funktioniert. Und ich bin dann auf die Suche gegangen und habe über Fachleute wie Monty Roberts, Warwick Schiller, Buck Brenneman, Manuel Jorge de Oliveira und James French mit seiner Trust-Technik meine eigene Vorgehensweise begonnen. Strafen und Gewalt gibt es bei mir nicht. Ich füttere auch keine Leckerli aus der Hand, weil ich finde, dass man damit das Verhältnis zum Pferd übertüncht. Das heißt, man weiß nicht mehr, macht das Pferd das jetzt, weil es gerne ein Leckerli möchte oder weil es das gerne mit mir zusammen macht. Die Videos bauen aufeinander auf, also es fängt mit dem ersten an und geht dann weiter, und ich werde das auch immer wieder ergänzen. Ja, jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit den Videos und natürlich auch viel Spaß mit deinem Pferd, und danke für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.